erstmal reingesetzt in die Erde. Genau. Ja. Und dann? Anhängen. Mhm. Da kommt das Gras dann drauf. Zum Trocknen, vor allem nach Tagen, in denen es viel geregnet hat. Und jetzt wird oben. Jetzt kommt gleich die Kappe. Die Kappe draufgesetzt, genau. Und die darf nur der Chef höchstpersönlich machen, wie ich gerade gelernt habe. Weil die Kappe das Heu davor schützt, dass es nicht verdirbt. Ein bisschen breiter. Sehr schön. Aha, perfekt, danke. So, jetzt, so wird jetzt gestiefelt. So wird das Gras, dann das frisch geschnittene, dann getrocknet. Wir sind gerade beim Stiefeln am Ohmesberger Hof im Stubaital. Und hier wird jetzt auf diesem Stiefel, den wir gerade in die Erde gebohrt haben, das Gras aufgelegt und getrocknet für die nächsten Tage. Und dann kann es eingebracht werden. Da wird es nicht mehr schlecht, wenn es am Boden liegen bleibt, wenn so ein Wetter falsch sind. Jetzt mache ich noch einen Hut drauf. Also ein Hut ist dann die obere Abdeckung, oder wie? Ich hoffe, dass der Regen schön abfließen kann. Ja, genau. Und das muss also eine Platte sein, macht man. Die legt man ein bisschen auseinander. Und dann ist der Bastel. Und so schaut es dann aus. Muss ja voll holen, ne? Wird nicht nutzen. Und das jetzt dauert der Weg. Muss man jetzt noch machen. Ja, wir sind hier vorhelfen. Und das haben wir jetzt schon gerade geschafft. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, irgendwie. Super, gell? Wir sind dann hier. Die Profis, die das schon jahrzehntelang machen. Thank you.